Willkommen im Aquazentrum. Ich bin der Michi. Yasin wird heute die Frage, was der TDS-Wert ist, beleuchten und ich werde dazu einen Vergleichstest durchführen. TDS heißt Total Dissolved Solids, die gesamt gelösten Teilchen, Festteilchen im Wasser. Und das heißt nichts anderes wie, welche Fremdbestandteile hat das Wasser. Und diese Bestandteile müssen aber leitend sein, also sie müssen Strom leiten können. Was bleibt dann eigentlich übrig? Mineralsalze, Mineralien, Salze, Mineralsalze, Ionen. Und jedes Leitungswasser hat Ionen, so wie auch Himalayasalz, Kristallsalz, Natursalz, so in Richtung 84 verschiedene Mineralien, Salze, Ionen. Und jetzt kommen da welche her mit so Messgeräten und können diese Ionen messen, also den Mineralgehalt. Das ist ja auch sehr leicht zu messen, weil man muss einfach nur die Leitfähigkeit des Wassers messen. Wie sehr leitet Wasser Strom? Und das kann man sehr leicht messen, indem man einfach zwei Elektroden hat, plus minus am Messgerät. Und dann schaut man das Wasser dazwischen, wie sehr leitet es den Strom. Und dann hat man den Widerstand des Wassers. Und das umgerechnet ergibt dann die Total Dissolved Solids, die dann eben das TDS in ppm angegeben werden. ppm ist wiederum Parts per Million, also Teile pro Million. Mal zur Veranschaulichung ein Vergleich von 6 verschiedenen Wassersorten. Die 5 Flaschen habe ich im Getränkemarkt bei uns im Ort gekauft. Übrigens sehr nette und zuvorkommende Menschen. Und das Gerät rechts heißt Aquavolta Osmoveda H2 und arbeitet lokal mit Leitungswasser unterschiedlicher Herkunft. Von rechts nach links die Flaschenmesser. Aquapana aus Caparia Isampiro. Plose aus Plose. Lauretana aus Lauretana. Adelholzener Naturell aus Bergen. St. Georgs Quelle aus Ruhpolding. Ich befülle die Gläser mit den 6 Wässern. Und ihr fragt euch bestimmt, was soll das jetzt eigentlich? Ich will wissen, ob Wässer von unterschiedlichen Orten unterschiedliche TDS-Werte haben. Hier ist so ein Testgerät zur Ermittlung der Summe der in einer Lösung, in unserem Fall Wasser, gelösten Feststoffe. Ich fange mal mit dem Wasser aus Ruhpolding an. Was zeigt es an? 329. Weiter geht es nach Adelholzen. Hier zeigt es 328 an. In Lauretana haben wir 13. Oh. Plose 18. Und in Scarperia e San Piero 128. Und in Garching bei München haben wir 44. Interessant, hä? Was sagt das jetzt aus? Also, jetzt Lauretana, Plose, das sind sehr weiche Wässer, also sehr mineralarme Wässer. Aus meiner Sicht geht es schon fast in Richtung Osmose, so mineralarm sind diese Wässer. Leitungswasser typischerweise jetzt hat 250 ppm. Mineralwässer können auch mehr haben, 300 ppm, also Teile pro Million. Das heißt, wenn da 1 Million Wassermoleküle sind, dann ist in dem Lauretana 15 Salze, also Calcium, Magnesium, 1, das, in 1 Million Molekülen drin. 1 Million Moleküle ist halt ein winziger Tropfen und da sind halt zum Beispiel 15 Teile drin. Beim Leitungswasser typischerweise 250 Teile. Bei Meerwasser 2000, 4000 und noch mehr kann es sein, so um den Dreh. Also viel salziger. Das ist einfach nur ein Mineralsalzgehalt. Und jedes Wasser, das ist wie ein Fingerabdruck jedes Wassers, das hat unterschiedliche Mineralkonzentration insgesamt, also die Menge und die Verhältnisse auch. An einem Ort ist mehr Kalzium drin, an dem anderen Ort ist mehr Magnesium drin, an dem dritten ist gar kein Kalzium drin, sind dafür mehr Sulfat drin. Also so ist es sowas wie ein Fingerabdruck. Und die Osmose-Leute sagen halt, mir wurscht der Fingerabdruck, ich filter mal den Fingerabdruck raus und mache dann jetzt mit meiner menschlichen Hand schnell mal wieder Gott spielen und bring Mineralien rein. Und Mineralien im Leitungswasser,
die kommen halt von der Natur und die sollte man da eigentlich drin lassen. Das ist auch vom Geschmack her ist es irgendwie auch am ründesten. Auch wenn Calcium, jetzt nach unseren Aufbereitern wird ja das Wasser butterweich, auch wenn mineralreich, im Vergleich zu Osmose, was ja weniger Mineralien hat und weicher schmecken sollte, wenn man jetzt beide vergleicht, erscheint das mineralreichere irgendwie runder zu sein. Und das teste ich auch mit meinen Kunden. Also dem wenigsten schmeckt Osmosewasser, sage ich mal, dem meisten schmeckt es nicht. Aber dennoch, also Osmosewasser ist okay, wenn man kalkhaltiges Wasser hat, da verstehe ich es, weil alles Mögliche verkalkt und man kann sich ja auch das Wasser zusammenmischen, sozusagen. Osmosewasser ein Teil, gefiltertes Wasser ein anderer Teil, je nachdem, wie man das vermischt, hat man dann ein anderes Wasser, einen eigenen Fingerabdruck. Eine persönliche Note. Eine persönliche Note. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, vielen Dank und bis bald.